Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, morgen werden ja im Bundesrat zwei Anträge verhandelt. Ein Gesetzentwurf und eine Entschließung, eine Resolution an die Bundesregierung, beide mit dem Ziel der Öffnung der Ehe. Über den Entschließungsantrag wird sofort abgestimmt. Und er wird eine Mehrheit finden, das ist völlig klar. Und für uns als Berlinerinnen und Berliner ist wichtig, wie unser Bundesland abstimmt. Ob dafür oder eben nicht dafür. Eine Enthaltung bedeutet nicht dafür. Und es ist keine rein symbolische Frage, ob die Regenbogenhauptstadt hier Farbe bekennt oder nicht. Der Gesetzentwurf wird dagegen erst einmal in die Ausschüsse überwiesen, später dann erst im Bundesratsplenum abgestimmt. Und bis dahin wird sich unser Druck gelohnt haben, wird die CDU in einer Mitgliederbefragung zugestimmt haben. Die rechtliche Gleichstellung ist eine Frage der Zeit und unseres Drucks innerhalb und außerhalb des Parlaments. Und wir werden dranbleiben. Fortschritt können wir nicht erwarten, wir müssen ihn erzwingen. Und die Geschichte schwul-lesbischer Emanzipation der letzten 100 Jahre hat bewiesen, wir können das. Damit beginnt dann im Übrigen auch eine andere Debatte. Es ist die Debatte um die Frage, ob die Privilegien der Ehe, etwa das Ehegattensplitting, weiter angemessen sind. Die Öffnung des Rechtsinstituts der Ehe ist nur ein weiterer Schritt auf dem Weg in eine Zukunft der Wahlverwandtschaften. Und das wissen die Konservativen. Und deshalb verkämpfen sie verbittert um jeden Millimeter Rückschritt. Kämpfen Sie verbittert gegen jeden Millimeter Fortschritt. Und da ist auch genau das eine und das andere. Hören Sie, lesen Sie es nochmal nach, dann verstehen Sie es. Und da ist kein Angriff zu dumm und da ist auch kein Argument zu dreist. Da rede ich noch nicht mal über Frau Kramp-Karrenbauers Schulhof-Ehe oder über die putinschen Gespensterkarikaturen zum Kinderschutz. Frau Seibelt, ist Ihnen eigentlich mal aufgefallen, wie nah Sie in Ihrer Argumentation bei der Begründung Putins für das Gesetz gegen homosexuellen Propaganda waren? Da wird dann von den Müttern und Vätern des Grundgesetzes schwadroniert. Und ganz nebenbei wird völlig vergessen, dass die Mütter des Grundgesetzes die Genehmigung ihrer Ehemänner brauchten, um beim Grundgesetz mitwirken zu dürfen. Das war eine Zeit, in der schwule Männer nach dem Nazi-Paragraphen wider natürlicher Unzucht für ihre Zärtlichkeit ins Gefängnis gesperrt wurden. Es war eine Zeit, in der das Bundesverfassungsgericht, nämlich 1957, solche Strafen verfassungsrechtlich verlangte. Meine Damen und Herren, diese Zeit ist überwunden, zum Glück. Und wenn auch die Entschädigung und Rehabilitierung der Verurteilten noch immer aussteht, sie wird von denselben bekämpft, die uns die Rechte Heterosexueller vorenthalten wollen, von konservativ-reaktionärer Politik. Da wird dann von christlich-abendländischer Tradition gefaselt. Na, welche hätten Sie denn gern? Die, bei der der Grundherr die Heiratserlaubnis zu erteilen hatte? Die, in der nur standesgemäß gefreit werden durfte, Bäuerinnen und Bauer, Adliger und Adlige? Oder meinen Sie die christlich-abendländische Tradition, in der dem Lehnsherrn das Jus Priemi Noctis, das Recht der ersten Nacht, zustand? Die, in der uneheliche Kinder als Auswurf galten und die außereheliche Gebären als Selbstmordmotiv? Oder, Frau Seibelt, meinen Sie die christlich-abendländische Tradition der Ehe, über die der Bundesgerichtshof noch 1966 geurteilt hat? Ich verlese das mal. Die Frau genügt ihren ehelichen Pflichten nicht schon damit, dass sie die Beiwohnung teilnahmslos geschehen lässt. Wenn es ihr infolge ihrer Veranlagung oder aus anderen Gründen versagt bleibt, im ehelichen Verkehr Befriedigung zu finden, so fordert die Ehe von ihr doch eine Gewährung in ehelicher Zuneigung und Opferbereitschaft und verbietet es, Gleichgültigkeit oder Widerwillen zur Schau zu tragen. Meinen Sie, Frau Seibelt, diese christlich-abendländische Tradition? Wie abseitig Ihre Argumente sind. Und meine Damen und Herren, der Sprecher der Bundesregierung hatte vergangene Woche einige Mühe zu erklären, warum die Bundesregierung Widerstand gegen die Ehe für alle leistet und warum das keine Diskriminierung sei. Discrimen, das heißt im Lateinischen der Unterschied. Diskriminierung heißt, Dinge ohne sachliche Rechtfertigung unterschiedlich zu behandeln. Sie ist das Gegenteil von Gleichbehandlung. Sie, die rückwärtsgewandten Konservativen, versuchen diesen Unterschied zu konstruieren.
um Kinder kriegen ginge es, sagen die einen. Nein, nun muss man nicht Frau Seibelt oder die Kanzlerin als Beispiel heranziehen, warum das Unfug ist. Das ist schon lange nicht mehr der Fall. Und ich sage auch, wer Kinder fördern will, der sollte das tun. Wer Kinder fördern will, der sollte das tun und nicht irgendwelche Rechtsinstitute mit besonderen Belohnungen versehen. Wer Kinder fördern will, der soll kein Betreuungsgeld machen, sondern anknüpfend an Kindern Bedingungen schaffen, damit Kinder gut aufwachsen können. Die Frage, die hier zu verhandeln ist, ist eine grundsätzlich bürgerrechtlich-menschenrechtliche Frage. Soll ein Rechtsinstitut, was sich immer im Wandel befunden hat und heute in dem Wandel unterliegt, allen zugänglich sein oder soll sie es nicht? Für uns als Linke kann die Antwort nur lauten, sie soll, sie muss. Sie muss allen offen stehen, die das wollen. Und alles andere ist Diskriminierung, weil es einen Unterschied macht zwischen der einen Liebe und der anderen Liebe. Und meine Damen und Herren, das ist gänzlich inakzeptabel. Und wer keine Homo-Ehe will, die oder der sollte einfach darauf verzichten, einen homosexuellen Menschen zu heiraten. So einfach ist das, meine Damen und Herren. Die CDU hat das im Übrigen im Koalitionsvertrag von 2011 unterschrieben. Das ist ja hier mehrfach verlesen worden. Herr Lehmann-Brauens, ich weiß nicht, ob der Sportsenator da gedopt war. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht alle leicht einen Sitzen hatten, als Sie darüber entschieden haben. Aber eine Frage stelle ich mir schon. Warum kommen Sie eigentlich nicht auf die Idee, eine Mitgliederbefragung zu machen, bevor Sie irgendwelche Dinge in den Koalitionsvertrag schreiben? Und Frau Seibelt, Herr Lehmann-Brauens, Sie sind ja auch alle Juristen. Es gibt diesen schönen Satz, pacta sunt servanda. Der gilt übrigens auch für Sie. Und nur weil Ihnen ein Passus in dem, einer dieser Koalitionsvertrag ist ja sowieso nicht so richtig bindend für das, was Sie hier alle treiben. Aber wenn Sie plötzlich feststellen, dass Ihnen der eine Satz nicht gefällt, da fangen Sie im Nachhinein an, eine Mitgliederbefragung über den Vertragsbruch zu veranstalten. Wie absurd, wie abenteuerlich ist das denn? Das ist doch keine Koalitionsfähigkeit, das ist doch keine Regierungsfähigkeit, sondern das ist doch ein abenteuerlicher Vorgang. Herr Henkel, wie ist Ihnen denn so, da Sie damals mit einem Regenbogenschal durch Sotschi stolziert sind? Sind Menschenrechte nur in Russland ein Thema für Sie? Merken Sie nicht, wie bizarr der Tanz ist, den Sie hier aufführen? Herr Henkel, Herr regierender Bürgermeister, ich fordere Sie auf, ich appelliere an Sie, stimmen Sie morgen im Bundesrat zu. Hören Sie auf, mit den Menschenrechten vieler Berlinerinnen und Berliner taktisch zu hantieren. Oder ziehen Sie Ihre Regenbogenfahnen ein und gestehen Sie zu, so wichtig sind uns diese Rechte nicht, dass wir dafür verlässlich einstehen. Wie aber wollen Sie eigentlich glaubhaft gegen Diskriminierung in der Gesellschaft vorgehen, wenn Sie doch selbst diskriminieren? Die Enthaltung Berlins, meine Damen und Herren, wäre das endgültige Eingeständnis, dass Regenbogenpolitik in Berlin keine Heimat mehr hat. Das wäre eine Schande für Sie und das wäre eine Schande für Berlin. Und lieber Herr Saleh, wenn Ihnen die Grundwerte Ihrer Partei so wichtig sind, dann geben Sie heute die Abstimmung frei und lassen Sie über unseren Antrag entscheiden.